In diesem Video möchte ich mit dir über 5 verblüffende Erkenntnisse über dein inneres Kind sprechen, die dir vielleicht noch gar nicht bekannt sind. Und ich möchte dir Mut machen, mit deinem inneren Kind in Kontakt zu kommen, weil es sich so unglaublich lohnt. Und ja, wenn dich das interessiert, bleibe dran. Mein Name ist Silvia Haag, ich bin Diplompsychologin und beschäftige mich schon viele Jahre mit dem Thema innere Kindheilung. Natürlich zunächst erstmal an mir selbst und das schon seit dem Jahr 1999. Und wir fangen jetzt gleich an mit dem ersten Punkt und ich bin gespannt, ob dir das bewusst ist und gerne kannst du mir auch später noch Fragen stellen dazu. Die erste verblüffende Erkenntnis über dein inneres Kind ist, dass es immer da ist. Ja, also auch wenn du dich noch so erwachsen fühlst, auch wenn du das Gefühl hast, okay, deine Kindheit liegt hinter dir, das innere Kind lebt in dir. Und das sagt man ja zum Beispiel auch Männern nach, wenn sie Autos kaufen. Ja, das siehst du dann auch am Blick und an der Gesichtsmimik, wie die sich freuen. Und jeder von uns hat diese Schlüsselmomente, wo wir durch geliebte Aktivitäten wieder ganz stark in Kontakt kommen mit der kindlichen Lebensfreude. Und das heißt, egal wie sehr du dich anstrengst, erwachsen sein zu wollen, das innere Kind ist immer ein Teil von dir und alle die Prägungen, die wir in der Kindheit erfahren haben, sind tief in unserem Unterbewusstsein, ja sogar in unseren Körperzellen gespeichert. Und was für mich eine ganz verblüffende Erfahrung war, ist nämlich die Erkenntnis, dass auch die Dinge, die Ereignisse in der ganz, ganz frühen Kindheit bis hin zur Geburt in unserem Unterbewusstsein gespeichert sind. Das war übrigens auch ein Trugschluss, auch lange eben in der Psychologie und auch in der Pädagogik, dass man gesagt hat, ja, die Kinder können sich sowieso nicht erinnern an das, was vor dem 3. Lebensjahr passiert ist, dann ist es ja quasi fast schon egal. Oder auch diese ganzen Geburtspraktiken, die wirklich auch sehr viel gewaltsam auch stattfinden, denkt man landläufig teilweise heute noch, dass das alles keinen Einfluss hat auf die Entwicklung. Aber Leute, denkt mal nach, also was ist denn das größte Körperteil von einem Baby? Das ist der Kopf. Der Kopf ist riesengroß, proportional und da ist ein Gehirn drin. Das ist kein luftleerer Raum. Und dieses Gehirn zeichnet alles auf. Und sogar in der pränatalen Phase, also wenn das Baby noch im Mutterleib sich befindet, wird schon gelernt, werden Erfahrungen, Gefühlszustände gespeichert. Ja? Also wenn die Mutter zum Beispiel immer Stress hat oder Trauer hat, Kummer hat, ja, löst sich das im ungeborenen Baby auch schon Stressreaktionen aus. Denn über die Nabelschnur werden natürlich auch die Stresshormone der Mutter an das Kind übertragen. Und gerade auch Kinder, die dann eben sogenannte Schreibabys sind, die haben dann oftmals traumatische Geburten erlebt oder auch Mütter, die wirklich enorme Stresssituationen durchgemacht haben in der Schwangerschaft. Und das heißt, all diese Dinge, auch wenn du dich nicht daran erinnern kannst, haben dich geprägt. Und sie wirken in dir weiter. Und deshalb ist es so wichtig, ja, sich mit den eigenen Prägungsmomenten zu beschäftigen, sich auch mal ja, zu fragen, wie war denn eigentlich meine Kindheit in den ersten 3, 4 Lebensjahren? Was ist da passiert? Wie ging es meinen Eltern? Was war denn bei der Geburt? Ja, war ich vielleicht eine Frühgeburt? War ich vielleicht im Brutkasten? Also auch wenn du zum Beispiel nach der Geburt getrennt worden bist, was ja auch Standard war, ne? Durch die Kinderstationen oder auch eben durch Komplikationen. Und dann hat das schon ja, zu Bindungsirritationen geführt, zu Gefühlen von Einsamkeit oder Verlassenheit, Hilflosigkeit, weil Neugeborene natürlich extrem angewiesen sind auf körperliche Nähe, insbesondere natürlich zur Mutter. Das heißt, ich möchte dir damit jetzt keine Angst machen, sondern ich möchte dir bewusst machen, dass es eben extrem wichtig ist, sich auch mit dem inneren Kind zu beschäftigen und dass vieles, was du heute als deine Ängste, Sorgen und Probleme bezeichnest, in der Kindheit auch in den frühesten Phasen entstanden ist. Und je mehr wir in Erfahrung bringen über die Umstände der Geburt, über unsere Kindheit, umso mehr können wir auch
uns besser verstehen und auch entgegenwirken, ja, heilsam wirken. Wie man das macht, dazu habe ich auch ein kostenloses Online-Seminar entwickelt. Das heißt, heile dein inneres Kind. Schau dir das mal an. Unter dem Video befindet sich auch ein Link, wo du dich anmelden kannst zu diesem kostenlosen Seminar. Ja, dann kommen wir zu Punkt 2. Eine verblüffende Erkenntnis über dein inneres Kind besteht für mich darin, dass wenn wir wieder Kontakt aufnehmen mit dem inneren Kind, dass wir zu diesen enorm tollen Qualitäten wie Vergebung, Liebe, Nähe streben, dass wir da wieder Kontakt herstellen können. Ganz, ganz viele von uns sind emotional verletzt worden, sind in Beziehungen enttäuscht worden und haben dann auch eine gewisse Verpanzerung in ihrem Herzbereich aufgebaut, eben aus Angst vor erneuter Verletzung, aus Angst davor, wieder enttäuscht zu werden und haben vielleicht auch eine gewisse Angst vor Nähe. Und ich kann dir nur aus eigener Erfahrung sagen, wenn du mal so eine Durchbruchserfahrung hast, dass du so diese emotionalen Verkrustungen von deinem inneren Kind befreit hast, eben durch viel Weinen, durch tiefes Atmen, dass du wirklich mit dir wieder in Kontakt kommst, dann wirst du eine enorme Herzöffnung erleben. Du wirst fähig sein, Menschen zu vergeben, die dir Verletzungen zugefügt haben. Und du wirst wieder viel mehr Liebe spüren und Liebe geben und empfangen können, weil das ist das, wonach jedes Kind sich sehnt, auch wenn es noch so scheinbar schwierig ist. Das ist die Sehnsucht und das Grundbedürfnis von uns allen. Wir brauchen Liebe. Und je mehr du dich eben deinem inneren Kind öffnest, umso mehr wirst du auch wieder beziehungsfähig werden. Und auch zum Thema Vergebung. Vielleicht erinnerst du dich, wenn du dich mal verstritten hast mit Freunden an der Schule oder wenn es wirklich sehr schlimm gekracht hat mit deinen Eltern. Wenn du noch eine gewisse Offenheit hast als Kind, fällt es dir unheimlich leicht, wieder auf die anderen zuzugehen, zu vergeben. Und das ist eine ganz, ganz tolle Qualität des inneren Kindes, was wirklich gesund ist. Ja, dann kommen wir zum dritten verblüffenden Punkt, der ja sich ganz zauberhaft zeigt. Denn wenn du wieder Kontakt hast zu deinem inneren Kind, dann wirst du auch mit deiner Geniezone wieder in Kontakt sein. Also Genie heißt wirklich außergewöhnliche Fähigkeiten zu haben. Du wirst wieder auch das Gefühl von Magie in deinem Leben empfinden und auch zauberhafte Momente erleben. Man weiß ja auch zum Beispiel von Pablo Picasso, dass er einmal gesagt haben soll, dass er alles dafür geben würde, wieder wie ein Kind malen zu können. Ja, Kinder sehen die Welt noch ganz unverblümt und haben einen ganz intuitiven, spielerischen Zugang, der noch nicht so verkopft ist und verschult ist. Und das ist eben dieser Geniefaktor. Wir sind alle durch die Schule enorm konditioniert worden in Gedankengänge wie richtig und falsch, eine Prüfung bestehen oder versagen, Vergleiche, also diese Konkurrenzdruck. Und leider ist in der Schule wenig Platz für die Entwicklung eigener kreativer Talente. Es geht ja eigentlich fast nur ums Auswendiglernen. Die Kinder werden zu kleinen Robotern angezüchtet, ich muss es leider so sagen. Und da wird erstmal so viel Wissen eingetrichtert, von dem ganz wenig später gebraucht wird. Und ich glaube, das ist so ein ganz großes, ja, Problem in dem Schulsystem, dass eben dieser kreative Geniefaktor in den Kindern eigentlich eher unterdrückt wird. Und wenn du dir erlaubst, mit diesem unkonventionellen Teil in dir wieder Kontakt aufzunehmen, auch mal, ja, spontan, kreativ, unvoreingenommen auf Dinge zugehst oder Probleme anschaust, wirst du extrem authentisch deine kreativen Talente ausleben. Und das ist wirklich pure Magie. Ja, eine vierte verblüffende Erkenntnis über dein inneres Kind heißt, wenn du dein inneres Kind zurückgewinnst, wirst du wieder die Fähigkeit haben, eben dich auf Neues einzulassen. Kinder sind ja unglaublich neugierig. Ja, sie haben eine ganz starke Kreativität, das habe ich eben bei Punkt 3 schon angesprochen. Und Neugierde und sich auf Neues einlassen ist letztendlich eine enorme Lernfähigkeit. Und das ist das, was uns auch als Menschheit so anpassungsfähig macht. Wir können uns auf neue Situationen einstellen
Und wir können auch Lösungen für Probleme finden, die völlig neuartig sind. So werden Erfindungen gemacht, so werden Durchbrüche in der Forschung erzielt oder auch in der Psychologie, in der Medizin, aber auch in der Architektur, überall in jedem, ja, Wissensgebiet. Wenn wir diese Scheuklappen wieder ablegen, die ich eben jetzt bei Punkt 3 schon angesprochen habe, wenn wir wirklich mal den Gedanken auf die Seite legen, dass wir schon alles wüssten und wirklich mal unvoreingenommen auf Situationen zugehen. Das ist eine ganz tolle Qualität, die dein inneres Kind dir beschert und die dir auch die Möglichkeit schenkt, auch Lebensphasen auch abzuschließen, Menschen, Situationen, Dinge loszulassen, weil die Freude auf das Neue dir das auch wieder versüßt, ja? Also Erwachsene haben oft diese Angewohnheit, an alten Gewohnheiten, Dingen, Ritualen festzuhalten. Und wenn du einen gesunden Kontakt mit deinem inneren Kind aufbaust, wirst du ja wieder Neues umarmen, wirst auch Ängste abbauen vor Veränderungen und wirst eben diese Veränderungen spielerischer angehen. Und damit kommen wir zur fünften verblüffenden Erkenntnis über dein inneres Kind. Und das wird vielleicht für manche jetzt nicht ganz so neu sein, aber ich möchte es gerne hier nochmal betonen, dass in deinem inneren Kind all die Antworten auf deine Beziehungsprobleme liegen. Ich werde zu diesem Thema nochmal ein extra Video machen, denn als Kinder werden wir in unserer Beziehungserfahrung natürlich durch unsere Familie geprägt. Und ganz, ganz oft ist es so, dass wenn wir uns diese Prägungen nicht bewusst machen, dass wir in diese Wiederholungsschleifen kommen. Ja? Dass Frauen Männer sich als Partner suchen, die dann ihrem Vater wieder sehr ähnlich sind, ja, in allen Stärken und Schwächen. Und das ist natürlich ganz fatal, gerade wenn wir auch an das Thema narzisstische Eltern denken oder unnahbare Väter oder unnahbare Mütter auch, dass dann Menschen dann, wenn sie in diese Jugendphase, in diese Erwachsenenphase kommen, wie magnetisch sich angezogen fühlen von potenziellen Frauen und Männern, die ähnliche Strukturen haben und wieder ähnliche Erfahrungen bereithalten. Und hier ist es enorm wichtig, so eine Bewusstseinsarbeit zu machen, sich da mal ganz klar zu werden, Mensch, wie wurde ich denn eigentlich geprägt? Was haben denn meine Eltern mir vorgelebt? Oder glaube ich überhaupt noch an die Liebe? Glaube ich überhaupt, dass Beziehungen funktionieren können? Also ich selbst für mich hatte diesen Glauben tatsächlich verloren, auch als Kind, bedingt eben durch die Scheidung meiner Eltern, dass ich wirklich zutiefst überzeugt war, dass Beziehungen zwischen Männern und Frauen sowieso nicht funktionieren. Ich sehe das heute mittlerweile anders und das habe ich mir auch ganz aktiv erarbeitet und auch mein Vertrauen auch in Beziehungen wiederhergestellt. Aber das ist wirklich mal ganz interessant, wenn du dir mal ein paar Notizen machst, was du über Beziehungen glaubst, was du über Liebe glaubst, was deine Glaubenssätze über Männer sind oder deine Glaubenssätze über Frauen. Und das ist so, so wichtig, weil Beziehungen natürlich ein ganz enorm naher, zentraler Lebensbestandteil sind. Ja? Also viele Menschen sind unglücklich, wenn sie allein sind oder sie sind nie ganz richtig angekommen in der Beziehung, ja? Weil sie wirklich Angst haben, ihr Herz zu öffnen oder vermuten immer Betrug oder lassen sich unterdrücken in der Partnerschaft. Oder verwickeln sich in Dreiecksbeziehungen, weil das Unterbewusstsein genau auf diese Themen konditioniert worden ist. Und das ist so verblüffend. Das heißt, du kannst dir das wirklich wie eine Schablone vorstellen, dass eben deine Kindheitsprägungen sich im Beziehungsuniversum sehr, sehr wahrscheinlich wiederholen. Und sie werden sich so lange wiederholen, bis du diese Themen in dir erlöst hast und auch dich öffnest für Liebe, für Beziehungen, für neue Erfahrungen und diese alten Glaubenssätze loslässt, ja. Und da hilft dir aber auch das innere Kind eben mit diesem verblüffenden Fähigkeit Nummer 2, ja, für Vergebung und Herzöffnung und auch mit der Fähigkeit Nummer 4, sich auf Neues wieder einzulassen. Das heißt, ja, wir haben beides im inneren Kind.
Zum einen die enormen Fähigkeiten und Talente und zum anderen natürlich die Prägungen. Und wenn wir wirklich die Angst über Bord werfen, uns mal wirklich mit dem inneren Kind ernsthaft, also zugewandt, ja, zu beschäftigen, dann wird uns vieles wie Schuppen von den Augen fallen. Wir werden viele Dinge in unserem Leben besser verstehen und haben auch die Möglichkeit, wirklich nachhaltige, positive Veränderungen einzuleiten. Ja, und ich hoffe, dass dir diese 5 Punkte jetzt nochmal die Augen geöffnet haben. Ich freue mich über jeden Kommentar, jede Frage. Abonniere gerne auch meinen Kanal, wenn du weiter informiert werden möchtest über meine Videos. Und ich erinnere dich gerne nochmal jetzt an das kostenlose Online-Seminar Heile dein inneres Kind. Du findest den Link direkt unter dem Video und dann sehen wir uns gleich weiter in einer 90-minütigen Veranstaltung. Also, alles Liebe für dich. Bis zum nächsten Mal, deine Silvia.